Und es geht weiter mit ein wenig Spellstone. Heute hat ein Clash-Event begonnen. Hatte ich gar nicht so am Schirm. Da sammeln sich diesmal jetzt 30 Kämpfe an. Das heißt, für Leute wie mich ist das ideal. Und genau, 50% mehr Panzerung gibt es hier. Armor 50%. Belohnungen folgendermaßen. Hier für uns Normalsterblichen, sage ich jetzt mal, gibt es diese Karte in einfacher Form. Die kann man bei einem anderen Event doppelt bekommen. Und einmal habe ich sie aus einer Arena-Kiste, das heißt, vierfach ist drin. Wer die nicht aus einer Arena-Kiste bekommt, wird sie wahrscheinlich nicht vierfach erhalten, es sei denn, man ist hier bei Rang ab, wo geht's los? Boah, ab 250, das werden nur die wenigsten erreichen. Oder man holt sich den Habrock, den Noblen. Noblen. So rum. Da wird ein Schuh draus, der hat dann einen Doppelschlag und zwar jede 3. Gut, darum soll es aber nicht gehen. Denn den werde ich sowieso nicht bekommen. Mal schauen, wie weit die Gilde ist. Ist wieder mit Sternen und ich hoffe, dass die Anfangskämpfe nicht allzu... Okay, sind wieder mal... Was ist denn das? Ach, genau, der Tree of Life, den bekommt man da. Der hat Heilen 1 diesmal. Führen die da jedes Mal was anderes ein? Weil das mit Blitz war nicht so genial. Hier sieht man es nochmal. Die Panzerung ist 50% besser. Zum Beispiel der hat Panzerung 2. Wenn ich den jetzt nehme, müsste das dann Panzerung 3 sein. Sehe ich das irgendwo... War das das Grüne hier? Dieser kleine grüne Effekt? Macht er ihn wieder? Ja, genau, das wird es wahrscheinlich sein. Und dann dürfte dann hier Panzerung 3 dran stehen. Komm, mach nochmal. Jawohl. Nö, das war jetzt Berserk. Sieht man anscheinend nicht direkt, beziehungsweise vielleicht, weil mich niemand trifft. Egal, auf jeden Fall. Das ist die Sache. Ich ziehe jetzt ein paar Kämpfe durch. Ansonsten muss ich mich dann... Also den Sound kurz auf meinem Ohr leiser stellen. Ansonsten muss ich mich dann... den Dungeons da widmen, also Frigore hier, macht ja auch gerade richtig viel Spaß, wenn es etwas spannender wird. Das ist immer am Anfang, da kämpft man sich erstmal hoch, sozusagen, bis dann stärkere Gegner kommen. Ich will nur kurz ausloten, geht ja schnell, ob das hier bei allen Kämpfen so ist oder nicht. Ist aber interessant irgendwie so, wenn man das bedenkt, dass hier die Karte eine Fraktion hat, sozusagen. Der Turm hatte ja, glaube ich, keine. Das heißt, wer dann den entsprechenden Helden nimmt, der profitiert dann davon. Wer zum Beispiel ermächtigen Wild hat, Wild, ich weiß nicht, genau, der kann diesen Baum auch stärker machen. Jetzt habe ich ihn geöffnet, obwohl dieses Fenster da schon da war. Bin schon gespannt, wie das so wird, der Turm. Das haben mir einige Leute geschrieben. Danke dafür, ich habe es auch schon erwähnt beim letzten Mal, glaube ich. Also, der Turm hat sich nach dem PvP-Rang gerichtet. Wenn der Turm 17 Lebenspunkte hatte... Betrug der PvP-Rang 17 vom Gegner. Und was krass war, denn ich hatte da fast immer nur Leute mit Turm Lebenspunkten 17. Bedeutet, die waren Rang 17. Sind also weitaus stärker als ich gewesen, in der Vergangenheit schon. Also vom Rang her bedeutet auch, die haben häufiger gespielt. Die haben eine höhere Chance schon auf Runen. Das heißt, das, what? Hatte die gerade zweimal heilen auf diesem Baum? Das kann lustig werden. Das kann sogar sehr lustig werden. Ach so, was hat... Ach, eine Dreierverzögerung hat der Baum. Okay. Ja, das ist dann auch was anderes. Bis dahin wird der wohl kaputt sein. Na, da muss man taktisch überlegen. Ich weiß nicht, ob da... Ja, Spellstone, die Entwickler da ein bisschen herumtesten oder ob das allgemein immer durchwechselt. Ich glaube, das ist eher eine Sache vom Balancing. Gut, sie werden schon stärker, aber ich glaube, in diesem Video werden wir dann leider... nichts Heftiges mehr feststellen können, spätestens morgen dann, aber es gibt schönen Gold, kostenlos, einfach so. Kann man auch nicht nein sagen, ich sehe ja richtig viele Aria-Heldinnen, die haben, ich weiß nicht, die ist beliebt. Durch die Bank, Aria ohne Ende. Ich bin aktuell Rang 15, das Level-Up leider nicht im Video zeigen können, aber ja, das ist sowieso nichts Besonderes, da steigt eben die Chancen an. Dass man die Runen erhält und so. Keine Angriffe mehr. Ich bin durch. Die Kiste dauert noch kurz. Danach hole ich mir die goldene ab. Und genau, jetzt habe ich auch 57 und bin Rang 1. Wow, das ist krass. Gut, jetzt muss ich hier Autoplay noch deaktivieren. Und ja, Gold kann ich dann auch irgendwann öffnen. Aber jetzt... Ach so, Quatsch. Ich habe mir hier Snowdust geholt. Was? Nein, das könnt ihr nicht bringen. Das könnt ihr nicht bringen, dass mir noch eines fehlt.
Da muss ich hier einen Kampf flott durchziehen. Automatisiert, weil die sind so einfach am Anfang bei den wenigen Sternen. Um mir da jetzt einen Snowdust abzuholen. Komm schon, komm schon, komm schon. Wow, 6 Stück. Und damit kaufe ich mir, ich bleibe dabei, nochmal versengen, denn das benötige ich echt. Ansonsten komme ich gegen manche Karten nicht an. Jetzt kostet das allerdings 350 und man muss bedenken, für diese 350 kann ich mir das kaufen und das kaufen. Das heißt Heilung und Panzerung. Und von daher, genau, aber jetzt kämpfe ich. Mit Versengen 2 fühle ich mich bereit, hier zu gewinnen. Mittlerweile müsste ich es mir ja auch schon merken, aber es wird auch immer ein bisschen besser, glaube ich. Ich starte einfach mal mit dieser Karte. Warum denn nicht? So, 31 Lebenspunkte. Der noch mit Blitz hinterher. Eventuell. Ja, der heilt. Das ist natürlich bitter. Jetzt schon langsam sollte der Schaden kommen. Ich habe leider keinen Engel... What? Leider keinen Engel oder so. Der da ein bisschen was machen könnte. Aber die sind beide versenkt. Der jetzt sogar schon versengen 4. Das ist natürlich krass, wenn da so eine hohe Verzögerung am Start ist. Und das stapelt sich und stapelt sich und stapelt sich. Der verursacht sogar gerade nur Schaden durch Versengen. Gut, jetzt ist er kaputt. Jetzt gibt es da mal... Oh, das multipliziert sich natürlich, wenn da jeden stärkt. Links und rechts, das ist bitter. Wen setzt du außer Gefecht? Das wird jetzt wichtig. Ja, okay, das war, denke ich mal, nicht so verkehrt. Ich bin noch im Spiel. Bin definitiv noch mit dabei. Meine Septurmite wird jetzt mit Frostatem hoffentlich da mal so richtig durchrocken. Oh, ach komm. Nein, das ist nicht... Ich meine, sie sterben durch Versengen. Oder auch nicht, wenn er heilt. Wer hat der? Heilen alle? Ach, der hat heilen alle! Oh Mann, ich habe es ja vorgelesen vorhin. Ach komm. Ich kann nicht jetzt schon beim ersten Kampf da verlieren. Ich habe mir sogar Versengen 2 geholt. Das darf nicht sein. Das darf ja wohl echt nicht wahr sein. Komm schon. Der hat 4. Die hat 3. Die war schon bei einem Lebenspunkt unten. Na eben, durch ihre Unsichtbarkeit nervt gewaltig. Heieieiei. Da gibt es leider nicht mal Sterne, dass ich was davon hätte, wenn ich knapp nur verliere. Denn ich habe sogar bei ihm schon Schaden zugefügt, etc. Ich würde einfach sagen, das war Kartenpech. Muss man ehrlich so zugeben. Gut, mit der kann ich vielleicht auch starten. Jo, oder was, Kartenpech? Nein, keine Ahnung. Weiß nicht. Das sind genau die Karten, die ich eigentlich nie so schnell immer spiele. Egal. Ich hoffe, dass Valor zündet. Ja, Valor zündet. Sehr schön. Sobald die ready sind, gibt es dann zumindest von denen den Schaden. Und jetzt ist die Karte bereit. Geht noch. Ich halte noch durch. Wie viel Versengen hast du? Versengen 10 habe ich. Wieso habe ich Versengen 10? Ach, wegen Doppelschlag. Und der hat dem auch noch Versengen gegeben. Wow, das ist ja verrückt. Versengen 10 ist krass. Und vor allem, das stapelt sich ja immer weiter, wenn die das erneuert, die Karte. Ja, nicht schlecht. Würde ich mal sagen, nicht von schlechten Eltern. Aber jetzt gibt es Legion links und rechts. Sehr schön. Ja, diesmal wird's was. Diesmal wird es doch hoffentlich was. Aber schon bitter, wie stark die dann sind plötzlich. Trotz Versengen 2. Das muss man auch bedenken. Also mit meinem normalen Deck, ohne Bonusfähigkeiten, wird es da nicht so gut aussehen, um ehrlich zu sein. Vor allem lauter neue Karten, die kenne ich alle nicht. Was ist das für ein Drache? Ach so, das ist der heißt so, von dieser Mission da gerade, von der Kampagne. Na gut. Diesmal ging's, oder? Reißt er das Ruder noch rum? Blitz, Blitz, Blitz. Alle hier mit Blitz und keine Ahnung was. Wow. 22 Schaden mittlerweile und volle Lebenspunkte. Ja, das war's. Sehr schön. 2. Kleiner, also hier, diese Zone heißt so. Kleiner Zwischenmeilenstein. Da gibt's die Feder aus dem Himmel. Nein, jetzt erst die Arkane Erzader. Hat das was mit dem Darwin? Nein. Ach komm, diese zwei Karten sind gerade verflucht. Was ist denn da los? Das gibt's nicht. Ich meine, die mag ich auch so im Deck, wenn man die spielt. Nein, ich muss mein Deck umbauen. Dringendst. Aber ich weiß nicht, was ich austauschen soll. Ich hoffe echt, wenn ich vielleicht morgen oder so diese 30.000 Gold ausgebe, dass ich da irgendwas bekomme, dass ich eine weitere Vierfach
fusionierte Karte habe, denn aktuell fehlt mir daran. Ich habe nichts, was ich dagegen austauschen könnte, weil wenn ich es hätte, würde ich es ja schon tun. Hätte, hätte, Fahrradkette. So ist das im Leben. Naja. Hier, den Engel, sowas will ich eher am Anfang bekommen, etc. Da brauche ich Schaden gegen die hier. Das ist der Schlüssel zum Erfolg und den Frosch natürlich auch ab und zu. Aber den nur alleine ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Da brauche ich jemanden als Unterstützung. Ja, die machen es echt spannend. Vor allem, wenn der jetzt doppelt die Versengung kassiert. Ich hoffe nicht. Ah, diese Unsichtbarkeit nervt auch. Fetter Blitz. Und ja, die ist einfach, denkt sich, ach, ich bin unsichtbar. Blitz interessiert mich nicht. Der Blitz juckt mich nicht. Gut. Jo, jetzt bekomme ich eine legendäre Erzader. Sehr schön. Jetzt bin ich schon gespannt, ob ich den vierten Stern noch schaffen kann, weil wenn das der Fall ist, bekomme ich eine Feder. Und mit dieser Feder kann ich gemeinsam mit dem Infinity Spellstone die Karte Infinity craften, die ich im letzten Video gezeigt habe. Das heißt, einmal hätte ich sie schon. So, ich starte jetzt mit dem Drachen als erste Karte. Und dann Adora Bubble, jetzt die Einserkarten. Genau, das ist fein. Der sollte ja... Ach so, nein. Oh, der bekommt jetzt Versengen 10 ab, der Drache. Und in der nächsten Runde ist es dann Versengen 13 oder so. Boah, 12 ist es... Was? Ach, die Karte ist jetzt noch... Nein, Versengen... Oh Mann. Der Held ist besser geworden. Der hat jetzt Versengen 3. Auf alle. War das vorhin auch schon auf alle? Oh, bitte. Und sein Heilen alle 2 wurde zu Heilen alle 3. Das ist nicht schlecht. Das heißt, ich kann mir die Effekte kaufen, die er aber auch hat, sozusagen. Von daher ist es wieder ausgeglichen. Ja, da muss ich dann einfach mehr Level haben als er von diesen Special-Fähigkeiten. Boah, das ist echt bitter. Ich meine, ich werde diese zwei Versuche jetzt da noch rauskloppen. Denn man kann sie auch spannend machen. Aber ansonsten dann außerhalb der Videos werde ich wieder die erste Zone ein bisschen abfarmen für Snowdust, sodass ich mir noch ein Level holen kann. Boah, versengen, das ist krass einfach nur. Hä? Wird denn der das überlebt? Wird der das gerade überlebt? Ernsthaft? Der ist verrückt, der Typ. Der Drache hat einfach überlebt. War die Panzerung in Kombination mit Schild gerade so krass, oder wie? Hey, das wird noch was. Nicht aufgeben, liebe Leute. Das kann noch was werden. Kann noch was werden, eventuell. Wenn man nicht aufgibt. Oder auch nicht. Mal schauen. Ja. Der Gegner ist jetzt gut stärker geworden. Mit einem einzigen extra Stern. Mal schauen. Bin noch dabei. Komm. Ach so, Unsichtbarkeit. Das heißt, Blitz wird mal nicht getroffen. Und so weiter. Ach, schade. Ohne Unsichtbarkeit hätte ich die gekillt. Jetzt Blitz alle, ebenfalls unsichtbar. Ich hasse die. Diese Unsichtbarkeitskarten. Heieiei. Und meine anderen brennen. 80 Lebenspunkte, das sehe ich erst jetzt. 80 Lebenspunkte. Alles Klärchen. Alles Klärchen. Heilen alle Engel 29. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich würde sagen, es geht einfach nie wieder weiter. Weil ich hier nicht weiterkomme. Das war brutal. Einer geht noch. Mal schauen, wie weit. Hier 9. Es sind manche. 7. Schon einige. Und ich bin Rang 732. Ist auch nicht verkehrt, oder? 732. Aber jetzt war es das wohl. Na, starten wir gleich mit dem Quaker. Ohohoho. Jetzt ist natürlich ein hohes Versengen vonnöten. Und eine Karte mit Erstarren muss ich definitiv... Oh, stimmt ja. Ach du meine Güte. Eine Karte mit Erstarren muss ich dann bringen, bevor er ready ist, weil das zündet dann bei dem. Ja, aber das kann ich mir nicht leisten. Oh Mann. Wie bekomme ich den jetzt kaputt? Ich hoffe, dass der blitzt oder ich weiß es nicht. Wie kommt man denn da... Ja, egal. Schauen wir mal. Wenn er die Karte als erste Karte zieht, ist es natürlich nicht so toll.
Was jetzt eben krass ist, ich habe noch immer keine zweite Karte mit, egal. Was jetzt eben krass ist, das stapelt sich und stapelt sich und stapelt sich. Wenn ich jetzt ein paar Doppelschlagkarten hätte, schon bereit, dann wäre das natürlich genial. So, letzte Runde, bevor ich jetzt drauf gehe. So in etwa, denn der heilt jetzt immer sofort alles hoch, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Immerhin ist die kaputt. Boah, 2 Schaden nur. 4 Schaden, was ist das? Was ist da los? Jetzt ist sie ready, die Karte. So, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Diese Effekte, alle hochgeheilt. Ja, ich denke mal, hier nimmt meine Reise wohl oder übel ein Ende. Mit meinem aktuellen Deck. Das ist eine zu krasse Verschwendung. Wenn ich das richtig sehe. Und ich denke mal, das sehe ich richtig. Ist der auch ein Engel? Der ist auch ein Engel. Das sieht doch nicht aus wie ein Engel. Kommt schon. Das heißt, der heilt sich jetzt wieder um 29. Folglich ist der voll. Und alle anderen Karten auch. Das heißt, ich kann jetzt nur eine Karte killen, wenn ich sie zu 100% in einer Runde bezwinge. Was nicht möglich sein wird. Aber hey, da hatte ich echt Pech. Wenn er die am Anfang spielt, das war auch zu einem großen Teil Pech. Denn wie viele hat er denn davon im Deck? Nicht hunderte. Ich bin gerade in Versuchung, noch einen Trank zu nehmen und das mache ich auch. Einen Versuch sehen wir uns noch an, das war jetzt gerade nicht repräsentativ, was soll das? Wenn er die Karte gleich am Anfang nimmt, das ist übel. Nö, ich bleibe dabei. Ich bleibe bei ihr. Was hast denn du? Du bist böse. Da weiß ich nie so, würde ich gerne Blitz auch versuchen, wenn ich Glück habe, aber da gehört viel Glück dazu. Wenn die Karte verhext wird, die linke eben, dann und Blitz die richtige Karte trifft, dann könnte die sterben, weil der ist natürlich auch bombastisch, aber ja, ich versuch's so, mal schauen. Und Schwächen ist die auch noch dabei und Nullify, das darf man nicht vergessen, nicht außer Acht lassen. Ach, Versengen haben wir ja auch noch. Stimmt. Aber geheilt wird er ebenfalls. Ich glaube, ich wage es mit der geringen Verzögerung. Das muss schnell gehen. So, ich hoffe, die kann... Komm, bitte mach... Oh, jetzt hat er natürlich die andere Karte ermächtigt. Und Blitz gibt's auch nicht. Bitter. Das ist echt bitter. Das war gerade beides nicht so, wie ich es haben wollte. Warum nur 8? Ach, komm schon. Und jetzt ist... Och, habe ich gar nicht... Als ob das nicht genug wäre. Kommt schon, was soll das? Was ist denn das? Wer macht sowas? Wer findet sowas? Die zweimal hintereinander. Kann ich die auch haben, bitte? Dann spiele ich nur mal diese Karte und fertig. Oh, aber Moment mal. Ich will mich jetzt gerade nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber... Nö, doch, ich lehne mich, glaube ich, zu weit aus dem Fenster. Jedoch bekomme ich jetzt erstmal keinen Schaden und so. Ich habe noch 2 Runden. Boah, wenn nicht mal der Aggro Defender Schaden verursacht. Dann sind, glaube ich, Hopfen und Malz verloren. Das ist ja echt krass. Panzerung 22. Heieiei, und dann ist er ready und teilt alle hoch. Mal schauen. Komme ich da noch irgendwas down? Nö, sieht nicht so aus. Ah, 5 Schaden immerhin durch Verhexen. Warum nicht? Warum nicht? Hä, wie ist denn da nicht voll? Ach so, wegen Versengen dann noch. Oder so. Das Problem ist nur, Versengen löscht sich, glaube ich, wenn es eine Runde nicht auftritt. Bedeutet, dass... Genau. Oder? Stimmt das so? Oder labere ich Unfug? Versengen löscht sich, glaube ich, wenn es eine Runde lang... Okay, das war's dann damit erstmal. Ja, echt bitter, dass die schlagartig dann so stark werden. Finde ich schade, was soll's. Alle wieder voll, heilen 35, heilen 77, 28.000 ermächtigen und so. Na gut, mein Deck muss stärker werden. Für diese Folge würde ich mal sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen, es geht aber auch nicht so weiter.